Unsere Gedanken haben eine sehr, sehr große Macht. Unsere Gedanken kreieren wir selbst, die können aber auch von verstorbenen Seelen und Schattenwesen getriggert werden. Es gibt Gedanken, die uns dann nicht mehr loslassen, die dann diesen Teufelskreis bilden. Ein Gedankenkarussell. Das kennen viele Menschen, die nachts nicht schlafen können. Und es ist wichtig, dass wir lernen, mit diesen Gedanken umzugehen. Man muss wissen, dass die Basis in energetisch-geistigen Blockaden sitzt, weil diese haben eine Resonanz, diese schwingen wieder in ihrer eigenen Schwingung, in ihrer eigenen Frequenz, und das kann dann von unserer Zirbeldrüse kann das dann in Worte übersetzt werden, was wir dann als Gedanken wahrnehmen. So, in erster Linie gilt es natürlich, diese energetisch-geistigen Blockaden aufzulösen. Wenn man das getan hat, dann kann es sein, dass diese Andockstellen trotzdem noch irgendwie noch nicht ganz dicht sind, und dann ist es wichtig, dass wenn du solche Gedanken hast, das können dann eben auch diese angeworfenen Ängste sein, also da flackt zum Beispiel einfach etwas auf und dann hörst du die Worte, jetzt passiert das und das. Also einerseits kann es Intuition sein, die hat jede Mutter für ihres Kind, dass du wie voraus siehst oder ahnst, oh, jetzt, da könnte sie runterfallen, und dann nimmst du sie noch am Arm, bevor irgendetwas passieren kann. Es gibt dann aber auch eben solche Sätze, die einem eingeflößt werden, die dann sehr hinderlich sind, die dann diese Angst in uns triggern, und diese wollen wir natürlich nicht. Also wenn wir solche Gedanken haben, dann sage ich immer, Satan, hau ab im Namen Jesus Christus. Und ich sage das so lange, bis das sich aufgelöst hat. Wenn das nicht hilft, dann kannst du dies auch bewusst machen, indem du quasi dir vorstellst, dass du hier auf dem dritten Auge quasi eine Stopptaste hast. Also wenn du jetzt einen Gedanken hast, dann stell dir vor, wie du jetzt auf diese Stopptaste drückst und sagst Stopp, und dann gehst du hin und stellst dir irgendetwas Wunderschönes vor. Zum Beispiel ein Moment, wo du dich verliebt hast, oder wo sich jemand anderer in dich verliebt hat. Einen wunderschönen Sonnenaufgang, ein wunderschöner Sonnenuntergang. Irgendetwas, was dir richtig Freude bereitet hat und ein wohliges, angenehmes Gefühl ausgelöst hat. Also das ist wichtig, dass du dann dorthin gehst und statt in die Angst gehst, in Liebe gehst, in die Freude gehst. Du kehrst somit diese Energie um und ja, löst das auf. Wie gesagt, das ist sehr wichtig, wenn man Gedankenkarusselle hat, wenn man aufgedrückte Gedanken hat, wenn man Worte hört, die negativ sind, die uns irgendwelche Ängste einflößen wollen. Es hat aber nichts damit zu tun, wenn du quasi eine Intuition hast, wenn du merkst, da ist Gefahr, da musst du handeln, dann musst du sofort reagieren. Es sind wirklich Gedanken, wo du irgendwie irgendwo sitzt und dann kommt auf einmal Touch und jetzt musst du quasi Angst haben, weil ich das so will, so in der Art. Und diese Übung braucht natürlich auch Übung,
Und ist wichtig, dass man das immer wieder macht. Was ich gleichzeitig dann auch mache, ist, ich stelle mir dann vor, dass ich in weißes Licht eingehüllt bin, wo das weiße Licht von Gott, von der Quelle, dass mich dieses Licht umgibt. Und dann stelle ich mir vor, wie ich eine weiße Schutzhülle um mich habe. Darüber legt sich eine hellgrüne Schutzhülle und darüber eine violette Schutzhülle. Du kannst das täglich, jeden Morgen anwenden. Normalerweise hält dieser Schutz für 24 Stunden. Also er hält einfach etwa einen Tag. Es kann aber sein, dass du da sehr emotional getriggert werden kannst, und dann würde ich das einfach immer wieder machen, immer wieder machen, immer wieder hingehen. Und wichtig ist auch, dass du dabei die Herzfrequenz boosterst. Dafür habe ich aber ein separates Video. Licht und Liebe und Schutz wünsche ich dir. Namaste.